Denn die Täter haben sich bemüht, ihre Verbrechen vor den Angehörigen und der Öffentlichkeit zu verheimlichen und ihre Spuren zu verwischen. Umso wichtiger war und ist es, den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit, das helle Licht auf diese Ereignisse zu richten und darüber und dazu in aller Öffentlichkeit Stellung zu nehmen. Aber Migranten. Ja. Das sind ja fast lauter. Ja? Ja. Mit den Puppen, mit den Puppen. Mit den Puppen, ja. Fest. Wollte ich mitmachen. So. Und der war 15 Jahre alt. Ein kleiner Riss in einer der Scheiben. Da habe ich ganz zufällig einmal so mit einem Auge nach Hause geschaut und habe den Abtransport von Kinderleichen gesehen. Und das war, wenn man das einmal gesehen hat, man kann das absolut nicht mehr vergessen. Einmal habe ich es versucht und heute bin ich froh, dass es mir nicht gelungen ist. Das, auch die sogenannte Euthanasie, haben wir hautnah erlebt, wie auf einmal der eigenartige Onkel Otto an der Ecke verschwunden ist und zum Schluss kam dann die Urne zurück. In der ersten Zeit sind ja noch in den Zeitungen sogar Todesanzeigen gewesen. Das war für uns eines der tiefgreifendsten Dinge, die für uns da waren. In Kabelberg, ja. Und? Super. Na, ich sage, wenn ich eine psychiatrische Anstalten und Pflegeeinrichtungen. Entschuldigung, ich habe glaube, die ist jetzt.